Oh Mann, das ist ja wirklich ziemlich düster hier. Wahrscheinlich hat man den Ort deshalb Düsterforst genannt. Hier soll ich auch eines der Sternjuwelen befinden. Behört am besten die hiesigen Dörstlinger. So erfahren wir bestimmt etwas. Gute Idee, Kamikupa. Also, wo fangen wir an? Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Hier muss doch irgendwo Brunhildas das Superbombe versteckt sein. Verflixt. Irgendwo muss das blöde Ding doch stecken. Wenn sich nicht bald etwas tut. Heureka, das ist ja die Superbombe. Damit machen wir Mario fertig und holen uns all seine Sternjuwelen. Noch hat mich das Glück also nicht verlassen. Der da, dieser Typ da, der scheint etwas über die Sternjuwelen zu wissen. Hey, was willst du denn, du Schildkrötenimitat? Sucht ihr etwa auch die Sternjuwelen? Da ergeben sich für mich hier ganz neue Möglichkeiten. Na gut, erzähl mir sofort, was ihr über die Sternjuwelen wisst. Und wie wäre es, wenn du uns sagst, was du weißt? Und zwar schnell, sonst kannst du was erleben. Ja, du machst mir ja richtig Angst. Ja, aber suchen wir doch mal. Aber sehen wir doch mal, wer am längeren Hebel sitzt. Kompanie angetreten. Was sagst du, willst du jetzt reden? Mit Bowser's Herr legst du dich besser nicht an. Kompanie angetreten. Gar nicht schlecht. Und was jetzt? Griff der Kommunie. Da hilft wohl nur noch der Einsatz der Bombe. Und das wird euer Schicksal besiegeln. Achtung, Superbombe. Hey, gar nichts passiert. Pech gehabt. Und das war ein schönes Zwischenkapitel. Ihr habt gekämpft wie echte Korsaren. Ihr gefällt mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Black Skull-Richtung ruhig noch eine Weile benutzen. Wie wunderbar, mit diesem Schiff sind wir wie der Wind in Rohlingen. Wir verlassen die Insel und kehren heim. Was sagt ihr, Leute? Die Heimat. Auf diesen Moment haben wir so lange gewartet. Wer braucht schon einen Schatz, wenn er nach Hause kann? Wir stechen den See. Ganz in meiner Rede. Komm an Bord, Mario. Wir legen ab. Also, Mario? Wir bleiben auf der Insel. Es ist zwar viel passiert, aber uns gefällt es hier. Und Romanz und ich haben hier einen Platz, an dem wir gemeinsam leben können. Mario, sag dem Boss einen Gruß von mir. Ich bleibe auch hier. Ohne Geister ist die Insel bestimmt gar nicht mal so übel. Die packen das schon, was? Aber wir müssen los, Bomba. Auf uns warten Abenteuer. Alles klar zum Ablegen. Wir laufen aus. Erinnert euch an den Moment, in dem ihr beinahe Mario gefangen hättet. Logbuch. Kreisherztag, Sternmonat. Unser Abenteuer geht zu Ende. Wir hatten gute Winde. Am Horizont erscheint schon der Hafen von Rohlingen. Den Schatz haben wir nicht bekommen, aber ich bin doch sehr zufrieden. Ich denke, ich habe etwas Wertvolleres erhalten als einen Schatz. Wir laufen ein. Zeit, das Logbuch abzuschließen. Der Ruhm gebührt allen. Corsario. Heimat, endlich. Rohlingen, wie habe ich mich nach dir gesehnt? Ich habe auch alles dafür getan, dass alle Mann unbeschadet heim konnten. Nun, ich denke,
Das wisst ihr auch. Rosario, wir möchten uns von dir verabschieden. Vielleicht treffen wir uns ja eines Tages wieder. Oh, die sind alle schon weg. Und so plötzlich. Nobu bist noch da, Mario. Für dich geht das Abenteuer noch weiter. Du hast durchaus das Zeug, den großen Corsario eines Tages zu überflügeln. Obwohl, ganz einfach ist das sicherlich nicht. Also, ach übrigens, Mario. Sag mir, wenn du mal wieder auf die Absicht hast, die Isla Corsaria zu besuchen. Ich mache dir einen super Preis für die Überfahrt. Schon gut, wir brauchen dich nicht mehr. Nun, da alle sich bereits verabschiedet haben, werde ich mich auch empfehlen. Wenn wir uns irgendwo treffen, sprich mich ruhig an. Also, bis dann. Also dann, Baba, auf zum Äonentor. Ja, aber erstmal ist da hinten Luigi. Und dann gibt es ja noch Sonderaufgaben, ne? Äonentor machen wir später. Lass mal gucken, was hier so lauert. Und zwar ein kleiner Schatz. Mit KP-Segen. Marios Angriffskraft sinkt um 1, aber seine Angriffe regenerieren ein K-Punkt. Genau. Und ein Sternsplitter. Da können wir auch mal vorbeischauen. So, jetzt einmal kurz gucken, ob hier auch wirklich alles frei ist. Okay. Mein Name ist Susella. Luigi ist wirklich ein talentierter Schauspieler. Sobald seine Mission beendet ist, werden wir wieder zusammen auf der Bühne stehen. Unser nächstes Stück heißt Das Wunder des Roten Siegels. Luigi spielt natürlich das Gras. Stell dir vor, in Sängerstadt war auch ein Teil des Wunderkompasses. Du musst wissen, da komme ich gerade her. Dieses Abenteuer war wirklich absolut unglaublich. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Festival in Sängerstadt. Also, das ist eine lange Geschichte. Der Prunk in Sängerstadt war wirklich unvorstellbar. So eine lebhafte Stadt und so voller glücklicher Menschen. Susella, eine Susedusel, konnte uns bei unserer Suche helfen. Susella wollte als Schauspielerin Karriere machen. Hier suchte sie nach einem Ensemble, dem sie nach anschließen könnte. Aber wir konnten ihr da leider auch nicht helfen. Dafür erzählte uns Susella vom Bühnenfestival in Sängerstadt. Der erste Preis ist ein Teil des Wunderkompasses. Zumindest schien die Beschreibung der Trophäe zu passen. Also blieb uns nichts anderes übrig. Wir probten und studierten ein Musical für den Wettbewerb ein. Der Titel: Das Rätsel des flammenden Wappens, so hieß unser Stück. Es war eine Katastrophe. Meine Rolle war Gras. Ich spielte ein Büschel Gras am Wegesrand. Ich musste auf der Bühne liegen und durfte nicht reden. Und das die ganze Zeit über. Alle anderen hatten Sprechrollen. Und ich hatte coole Kleider. Das war alles. Aber zumindest war das Stück ein voller Erfolg. Also bekam mir auch das nächste Teil des Wunderkompasses. Besonders freuen konnte ich mich aber nicht darüber. Ich beschloss, mein Abenteuer allein fortzusetzen. Aber dann warteten auf einmal diese Fans hinter der Bühne. Dass man noch als Gras so beliebt sein kann, das war schon ein gutes Gefühl. Und der Wunderkompass zeigt mir dann mein nächstes Ziel. Die Ruinen des Kometenpalastes im Sagenwald. Mein Ziel stand also fest und ich hörte wieder die Stimme. Diese herrliche Stimme. Die Stimme meiner Prinzessin Eclair. Ich war sprachlos. Wie krass auf einer sanftigen Wiese. Ich werde die Prinzessin auf jeden Fall befreien. Und also ich kehrte zurück nach Rohlingen. Und jetzt bin ich also hier, wie du siehst. Soll ich noch mehr erzählen? Sprich mich einfach an, wenn ich von meinem Abenteuer erzählen soll.
Machen wir. Mario, du hast eine Mail bekommen. Mario, es gibt gute Neuigkeiten. In meinem Gefängnis gibt es einen seltsamen Computer. Er ist Tech. Mit seiner Hilfe konnte ich neue Details über die Gangster herausfinden. Tech analysiert gerade die Daten. Wenn seine Analyse abgeschlossen ist, wissen wir sicher mehr. Wenn es soweit ist, melde ich mich wieder bei dir. Deine Peach. Die Prinzessin gibt sich große Mühe. Wir dürfen nicht aufgeben. Werden wir auch nicht. Werden wir auch nicht. Rat, Ausgabe 4. Rohlingen heute. Der als Blumengumba bekannte Parakumba, 40, wurde heute im Park von Rohlingen dabei entdeckt, wie er Blumen aus dem Beet pflückte und aß. Seine Antwort auf die strenge Verwarnung, Verzeihung, ich liebe Blumen, und auf einmal waren sie in meinem Mund. Nach Bekanntwerden des unglücklichen Vorfalls zeigten Bürger von Rohlingen Mitgefühl mit dem reuigen Blumenfresser. Schuppe-Detektiv, heute stellt sich vor, der Laden von Düsterdorf. Der Laden wird von einem jungen Ehepaar betrieben und der Inhaber scheint zu fürchten, dass Kunden seine attraktiven Frau nachstellen. Meine Frau bleibt bei mir, so lautete sein Kommentar auf unsere Fragen. Nun, die Liebe dieses Paars wird sicher niemanden anzweifeln wollen. Ein Service des Düstershops für Radleser, doppelte Rabattpunkte für Einkäufe in den nächsten 15 Minuten. Rezepte-Ecke. Ab heute neue Rezepte für anspruchsvolle Hobbyküche. Der Fit-Salat wird aus Kupferblatt und Wurzeln gemacht. Gründlich waschen, kleinschneiden, reich an BP, frisch und knackig. Ideal für alle, die leckere Grünzeug zu schätzen wissen. Zum Schluss freue dich auf die nächste Aufgabe von Rat. Wir sind noch lange nicht fertig. Die Arena wartet von Totzkow. Hallo Mario, ich bin's, Totzkow, der kleine Bruder von Totzkova und der erste Champion der Arena von Falkenheimer, erinnerst du dich? Danke für deine Hilfe, ich weiß immer noch nicht, was genau passiert ist, aber ohne dich wären Schwesterchen und ich garantiert nicht so glimpflich davongekommen. Vielleicht hast du es schon gehört, aber ich trainiere derzeit eisenhart für mein großes Comeback in der Arena. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Dark Toadstar wieder in den Ring steigt. Damit du hautnah dabei sein kannst, hat Schwesterchen für uns beide also den alten und den neuen Champion extra einen Freundschaftskampf angeleiert. Wenn du eben heiß darauf bist wie ich, erwarte ich dich in der Arena. Bin nicht sicher, ob du mich normal kämpfen sahst, aber ich bin in noch besserer Form als je zuvor. Darauf warten wir, Mobber Luigi. Ab in die Arena, Dark Toadstar. So, dann wollte ich erstmal nach hinten gucken, ob da noch irgendwas ist. Oh, meine Nase ist zu. Boah, ich glaube, ich habe mir irgendwas eingefangen. Also, sorry, dass ich so nasal klinge, aber ich glaube, ich habe mir wirklich eine Erkältung angefangen. Hat schon auch vorhin bei Captain Toad angefangen. Ich glaube, hier war doch irgendwas, womit wir singen konnten. Eine Sekunde, ich putz mal kurz bei der Lars und dann bin ich gleich für euch wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Okay, hier ist irgendwas. Der Maus ist hier aber irgendwas. Aber wir können ja jetzt den Shop sprengen, ne? Wenn wir gerade so ein. Ich glaube, das mit den Säge aber irgendwo anders. Ein Insignia der Sonne. Hier in der Gegend.
in dieser Gegend. Oh, der Stern ist dabei ja mies versteckt. Wenn wir gleich unseren ersten Update machen für unsere Bombenpartner. Ach, hier war mehr schon. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da in die Truhe komme, aber bestimmt irgendwas mit einem Update. Upgrade. Nicht Update, sondern Upgrade. War hier hinten noch irgendwas zum Erledigen? In dieser Gegend. Wir gehen einfach mal so lang. Immer noch in diese Richtung. Ah ja, da, genau. Da muss ich doch eigentlich jetzt auch dran kommen. Hi, 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 hi. Mario ist unterwegs. Ich kann auch da lang fahren. Gehen wir erstmal hier lang. Doppelgriff erhalten. Lässt Mario im Kampf bis zu zwei Items hintereinander einsetzen. Oh, das ist praktisch. Okay. Zunächst wieder oben Punkte. Wir sind dagegen durch. Krass. Ist das auch hier? Krass. Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Und haben wir hier erfolgreich Backtracking betrieben. So, dann gehen wir einmal upgraden hier. Wenn du eine Raderhöhung wünschst, geh auf die andere Seite. Ich dachte, du hast auch mal was anderes zu erzählen. Bad Om, bitte. Ja. Rangus Aufus. Aufus. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Ist aktuell nicht möglich. So, dann schauen wir doch mal, was für Aufgaben uns jetzt hier erwarten. Sag ihm doch von Diana und suche Freundin Gumberto. Ich lebe allein auf der Isla Corsaria und es fehlt mir an nichts außer, ich hätte gerne eine Freundin. Komm in die Höhle, dann erkläre ich dir die Details. Tief im Inneren bin ich zu jeder Zeit zu finden. Möchte mir nur kurz durchlesen. Sag ihm doch, Diana, ich möchte, dass du an meiner Stelle jemanden triffst. Die Details erkläre ich dir, wenn du mit mir nach Düsterdorf kommst. Okay, dann machen wir wirklich so nach der Reihenfolge. Gehen wir zuerst wieder zu Isla Corsaria. Dafür müssen wir jetzt erstmal tatsächlich
Entweder Geld ausgeben oder die Abkürzung. Da ich noch nicht zum Millionentor möchte, weil wir dann wieder Richtung Story gehen, gebe ich tatsächlich Geld aus. In der Höhle ist er. Okay. Du willst zu Isa Kosaria? Ja. Also gut, fahren wir los. Wir legen ab. Kurs auf die Isa Kosaria. Und wie viel kostet mich der Spaß? Gar nichts, okay. Er ist angeblich in der Höhle. Das ist ein Händler dort. Er muss wohl ganz genau wie wir hier gelandet sein. Bestimmt hat er ein Händchen fürs Geschäft, weil es sich schließlich um einen handelnden Händler handelt. Ja, das ist nicht derjenige, den wir gesucht haben. Oh. Hätte ja sein können. Immerhin jetzt ein Item war. Das ist natürlich blöd, aber okay. Und da kommen wir auch nicht hin. Er hat gesagt, er ist in der Höhle. Die Frage ist noch, in welcher Höhle? Das Gebiet ist jetzt nun mal nicht gerade. Klein. Ich bin Händler und habe hier eine ganze exklusive Ware für dich im Angebot. Was hast du denn? Superpilz, Lebenspilz, da, so. Nee, da bin ich noch gut ausgestattet. Okay, hier ist er schon mal nicht. Jetzt, wo wir endlich auf der Höhle raus sind, will ich auch eine Weile hier bleiben. Hudson, was macht ihr denn da hinten schon wieder? Jetzt, wo wir endlich aus der Höhle sind. Okay. Weiß ich, ehrlich gesagt, so ein wunderbarer Mann ist dieser Romanze eigentlich nicht. Oder habe ich die Aufgabe falsch gelesen? Wäre ja nicht das erste Mal, ne? Tief im Inneren. Und mein erster Angriff mache ich noch nicht K.O.
Tief im Inneren. Noch ein liebes bisschen. Nee. Und verliere dadurch keine Münzen, deswegen weg hier. Tief im Inneren der Höhle. Na, das kann ja was werden. Kann ja überall sein. Dann wäre es vielleicht besser gewesen, doch die Abkürzung da hinten zu nutzen. Aber was, wenn der am Anfang der Höhle ist? Oh Mann. ...26 Minuten haben wir schon. Okay. Er kann echt überall sein. Wunderschön. Aber immerhin kriegen wir dadurch ein Level up, ne? Das sollte man auch nicht vergessen. Mist, ich wollte eigentlich springen. Liebes bisschen. Und eine Bartbombe und dann Bombe. Jetzt macht auch genug Schaden. Und wir haben genug für den Level. Level up. Na komm, wir nehmen erstmal mehr Blumenpunkte. Schauen wir noch mal. Ach, das gedönt schon wieder. Tief in der Höhle kann man ihn finden. Mein Zauber ist aufgebraucht. Na, ja, wir haben eh genug Münzen.
Na, ist der letzte aber. Plus 3, okay. Wunderschön. Ich muss sogar noch ein paar Erfahrungspunkte. Weißt du, wir haben schon wieder eine halbe Stunde voll. Ich frage mich, wo er steckt. Tief in der Höhle angeblich. Nee. Gegen alle möchte ich jetzt auch nicht kämpfen. Tief im Inneren der Höhle. Und weg. Hier bist du ja. Ja, du hast meinen Auftrag übernommen. Na danke erstmal. Also ehrlich gesagt, auf dieser einsamen Insel fühle ich mich manchmal alleine. Naja, Frauen lernt man hier nun mal nicht kennen. Wir sind mal ein Käfer. Mein Auftrag, naja, finde ein gesprächiges Mädchen für mich. Du weißt schon, ein Girl, das gern redet. Mein Typ, so alt bin ich, so klein wie ich, gummaförmig. So wie ich eben. Ganz genau ein Gummagirl. Das wäre super, da schaust du doch, oder? Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario. Bis dahin, tschüss.